Scheiße. Das ist die Tür da hinten. Willkommen in meinem Reich. Claudia, die hat echt Adleraugen. Claudia hat es wieder entdeckt. Hallo mal wieder. Hallo. Heute sind wir wieder auf einer Lost Place Tour. Wieder mal ein Zufallsfund. Da hinter uns sieht man das. Das ist eine alte Gaststätte oder sowas. Ja, drückt uns die Daumen, dass wir hier reinkommen. Ja, begleitet uns. Viel Spaß bei dieser Tour. Das ist so eine Stahltür. Das sieht so aus, als wenn die Mülltonne einfach nur davor steht, damit die Tür nicht aufgeht. Deswegen, ja, in Action. Ja, rein da. Bin gespannt. So, hier sind wir jetzt drin. Was ist hier? Ja, scheint so zu sein, dass es hier eine Gaststätte war oder sowas. Ein Restaurant, vielleicht mit Hotel, wer weiß. So, wo gehen wir zuerst? Was ist das? Ein Kühlraum. Das war ein Kühlraum. So, ich glaube, das war ein Kühlraum oder so. Ja, hier stehen die Bücher fest. Hier ist der Thekenbereich. Ups. Hier die Schränke. Komplett leer. Hier ist Sitzbereich, hier konnte man schön essen, trinken. Wahrscheinlich konnte man hier auch mal feiern. Hier wurden hier wohl einfach nur die Tische rausgeräumt. Hier an der Theke schön ein Bierchen trinken. Mal vielversprechend aus hier. Ich glaube, da hinter mir geht's in die Küche. Kommt mit. Ist echt riesig hier. Hier ist auch noch mal, was war das hier für ein Gehäuse? So ein Abstellraum. Hier ist noch sämtliches an Geschirr. Jo, da steht auch noch diverses Geschirr, Teller, Untertassen, so ein paar Eisentöpfe. Ich guck gleich mal, ob man von der anderen Seite hier reinkommt. Aber hier ist der Zugang so ein bisschen versperrt.
so eine alte Gaststätte. Claudia, die hat echt Adleraugen. Claudia hat es wieder entdeckt auf der Landstraße. Und dann sagt sie, stopp, 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 lost placed. Ja, tatsächlich, lost placed. Wow, da geht's nach oben. Geil. Das ist so riesig hier, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Keine Ahnung, da geht's auch noch weiter. Ich ja gerade schon. Abfuhrkalender von 2008. Ja, der Kalender von der Müllabfuhr von 2008. Wir haben jetzt 2019. Also 10 bis 11 Jahre steht das Ding hier wohl schon leer, scheinbar. Gut, ich gehe jetzt mal zurück, da wo ich gerade war, wo ich die Treppe entdeckt habe und diesen einen kleinen Raum wollte ich noch mal gefilmt haben. Pass auf, Claudia. Sehr gut, da steht ein Herd, ein Tisch, ein bisschen Farbe. Komm, wir gehen hier wieder raus. Ja. Hier ist jetzt der Raum, wo ich gerade nicht durchkam. Steht auch komplett unter Wasser. So, hier geht es in den Sanitärbereich. Sanitärbereich ist ja, oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, Sanitärbereich ist ja bei Lost Places immer sehr interessant. Oh mein Gott. So, hier geht es jetzt nach oben. Lichtschalter. Ja, hier oben ist das alles ziemlich morsch und marode. Wir sind hier jetzt ganz vorsichtig, aber sobald wir merken, dass es zu riskant wird, brechen wir hier natürlich ab, ne? Schnell weiter. Ja, hier ist ein kleiner Raum. Okay, wer sind die denn? Sind das Backstreet Boys oder wer ist das, Claudia? Scheiße. Ich weiß nicht, da unten auch noch ein paar. Snoop Dogg. So, komm, wir gehen weiter. Noch ein Loch geht's hin. Okay. Ah, hier ist das große Badezimmer. Badewanne, Dusche.
das war's hier oben. Jetzt geht's wieder runter. Ich glaube, dann sind wir auch schon durch. Ich dachte erst, das wäre irgendwie ein Kurzschluss oder so mit Strom und dass da blitzt oder so. Wir haben schon echt Panik bekommen. So Leute, das war's mal wieder. Wir sind jetzt auch hier fertig mit der Lost Place Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und schaut euch weitere Videos von uns an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.